Ja, ist natürlich sehr schade, dass wir ausgeschieden sind. Aber ich glaube, dass, ja, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, die Niederlage dann letztendlich in Ordnung geht aufgrund der zweiten Halbzeit, ja, hat da eine Szene zum 1-0 letztendlich das Spiel dann entschieden. Ja, ich glaube, wir allen ist das so ein bisschen geteilt natürlich. Natürlich ist man zufrieden, dass man zweimal kein Tor bekommen hat, dass man 2 Punkte geholt hat. Aber es hätten auch schon 6 sein können. Und deswegen, ja, war das ein ordentlicher Start bis jetzt, aber natürlich gibt es noch sehr viel zu verbessern. Nein, die Marke habe ich da nicht im Auge. Mir wäre auch recht, wenn man letztendlich ein Tor mehr schießen als Gegner. Wenn es ein 4-3 ist, dann wäre mir das auch recht. Die letzten Jahre, glaube ich, habe ich immer so zwischen 10 und 13 Mal zu 0 gespielt. Wenn es in dem Dreh rum wieder wäre, dann glaube ich, wäre das für die Defensive ganz in Ordnung. Ja, der Fokus liegt darauf, das Spiel zu gewinnen. Letztendlich müssen wir diese defensive Ordnung, die wir eigentlich in allen Spielen jetzt bisher hatten, die müssen wir beibehalten und aus dieser Ordnung heraus uns vielleicht noch, ja, ein bisschen mehr nach vorne trauen, dass wir da noch mehr Aktion nach vorne haben. Ja, Fürth natürlich, war da 3 Jahre, hatte da schöne Jahre. Deswegen werden die beiden Spiele natürlich besonders. Ja. Gegen den Club wird es natürlich besonders als Ex-Fürther. Das war damals ein Derby, das werde ich auch weiter so behalten, dass ich da natürlich das Spiel auch gewinnen will trotzdem. Vor allem, weil ich da ja eigentlich immer den Club geschlagen habe. Deswegen hoffe ich, dass da die Serie auch weiter fortgeht. Ja, ich bin mit 18 zum HSV gegangen. Glaube ich, das ist ja gerade heutzutage schon sehr spät. Ja, das lief einfach. Ich war eigentlich immer in der Bayern-Auswahl zu Hause und war da eigentlich der Einzige, der unter lauter Bayern-Spielern und 60 Nürnberg- und Fürth-Spielern eigentlich der Einzige, der eigentlich noch am Dorf gespielt hat. Und ja, wir konnten dann mit Bayern diesen Länderpokal in Duisburg gewinnen, auch ohne ein Gegentor zu bekommen. Und dann, ja, gab es da mehrere Interessenten und ja, der HSV hat sich einfach sehr um mich bemüht und hat von Anfang an das Bauchgefühl irgendwo gestimmt. Und dementsprechend habe ich dann für Hamburg entschieden. Aber ja, ich glaube schon, dass der Schritt relativ spät kam, aber zum Glück nicht zu spät. Erstmal freut es mich natürlich, dass da ja, innerhalb kürzester Zeit eigentlich die Mannschaft so viel Vertrauen zu mir aufgebaut hat. Ja, wie ich das wahrnehme, eigentlich bin ich, einfach ganz authentisch. Spielt jetzt für mich auch nicht die große Rolle, ob ich jetzt da drin bin oder nicht. Das ändert in meinem Verhalten jetzt nichts. Versucht denn egal wem zu helfen, wenn er Hilfe braucht und Hilfe haben will, sei es dann in einem Rat, in einem Tipp oder auch auf dem Platz, wenn ich mal vielleicht einen Fehler ausbügeln muss. Und so versuche ich das jeden Tag vorzuleben. Ja, sehr gut. Klar, wir sind jetzt seit 3 Wochen in unserer Wohnung, fühlen uns da sehr wohl und ja, ich glaube, die Menschen hier machen es einem auch sehr leicht, da irgendwo Anschluss zu finden und man kommt schnell in Kontakt mit den Leuten. Boah, nee, ich glaube, da bin ich relativ langweilig. Ich glaube, da achte ich eigentlich überhaupt nicht drauf, was ich zuerst anziehe, ob zuerst rechter Schuh, linker Schuh, linker Handschuh, rechter Handschuh. Da habe ich eigentlich gar nichts. Also das Einzige ist, ich habe eigentlich immer 3 Paar Torwart-Handschuhe dabei. Eigentlich eins, das letztendlich neu ist, eins, das schon etwas älter ist und eins, das so ein, zwei Trainingseinheiten oder Spiele hinter sich hat, dass ich da eigentlich alle Auswahlmöglichkeiten habe. Das ist so das Einzige, auf was ich wirklich achte. Ja, war sensationell. War beim Einlaufen schon Gänsehaut und auch im Spiel ein paar Mal. Ist schon ein tolles Gefühl, wenn man ja, so eine Wand hinter sich hat, die einer vorne peitscht, auch ja, wie jetzt im Pokalspiel, wenn es dann phasenweise mal nicht so läuft. Die Fans haben trotzdem weiter Gas gegeben und das merken wir am Platz natürlich dann extrem. Ja, das ist, obwohl ich mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht habe, immer noch schwer. Ich glaube, dass ich ja, ein Torhüter bin, der versucht, immer sehr viel Ruhe auszustrahlen, der sehr souverän in seinen Aktionen ist. Und ja, ich glaube, ich ein sehr unspektakulärer Torwart bin. Also ja, klar, macht man die Parade, wenn es da nötig ist, aber ich gehe jetzt nicht noch einen Meter nach links, um eine schöne Parade nach rechts zeigen zu müssen.
Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen.